Es gibt im europäischen Filmraum keinen Typ, der besser für die Rolle des Seewolfs geeignet gewesen wäre als Raimund Harmstorff, schwärmte später Regisseur Wolfgang Staudte von seinem Hauptdarsteller mit der Modellfigur. Ohne Harmstorff wäre der gesamte Film nicht möglich gewesen, behauptete er. Und verwies mit einem kleinen Seitenhieb auf eine amerikanische Seewolf-Version von 1941 mit dem berühmten Gangsterdarsteller Edward G. Robinson, dass man keinesfalls einen kleinen alten Mann für diese Rolle hätte nehmen können. Für die Darstellung von roher Gewalt und Grausamkeit benötigt man schon einen athletischen Körper wie den von Raimund Harmstorff. Als Branchenneuling erhielt er eine Gage von 14.000 Mark, wovon nach Abzug aller Pflichtleistungen allerdings kaum etwas übrig blieb, wie er versicherte. Während Harmstorff noch als Nobody in der Branche galt, so hatte sein Partner Edward Meeks durch die kurz zuvor ausgestrahlte Fernsehserie Die Globetrotter bereits einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht. Als einer der Seeleute, die als Komparsen eingesetzt wurden, nach einem harten und anstrengenden Tag dem schon leicht gereizten und erschöpften Raimund Harmstorff nicht drehbuchgerecht ins Bild lief, gingen diesem die Nerven durch. Er packte den Matrosen etwas grob an und verpasste ihm eine Ohrfeige, was dieser sofort seinem Kapitän meldete. So kam es, dass Kapitän und Mannschaft vom Militär den Schoner verließen und die Filmleute sich selbst überließen. So brauchte man nicht zu streng auf die Vorschriften zu achten. Aber ohne die Kaskadeure, die rumänischen Stuntmen, so Harmstorff, wären wir nicht mit dem Schiff fertig geworden. War die Kartoffel denn nun roh oder gekocht? Dies beschäftigte nach der Ausstrahlung der ersten Folge ganze Generationen von Fernsehzuschauern. Damit Harmstorff, der übrigens nie gedoubelt wurde, aber dennoch Wolf Larsen zu seiner Demonstration der Kraft, Härte und Unerbittlichkeit verhelfen konnte, half man mit heißem Wasser nach. Wie sehr das Publikum davon bewegt war, kann man anhand der Tatsache messen, dass Raimund Harmstorff sogar ins ZDF-Sportstudio eingeladen wurde, um noch einmal den Kartoffeltrick zu demonstrieren. Weihnachten 71 ohne rohe oder gekochte Kartoffel war einfach undenkbar. Nach Abschluss der Dreharbeiten begann man mit der Synchronisation. Dies ist im Grunde genommen kein ungewöhnlicher Vorgang, der hier hätte erwähnt werden müssen. In diesem Fall lagen die Dinge jedoch etwas anders. Larsen brüllt mit falscher Stimme, hieß es in einer Überschrift der Programmzeitschrift Hör zu. Und weiter? Das drohende, meist unheilverkündende Organ des Wolf Larsen gehörte einem anderen. Kurt E. Ludwig heißt der Mann, der da auf dem Seelentröster Ghost den Ton angibt. Warum der großartig agierende Harmstorff stimmlich lahmgelegt wurde, weiß niemand so recht zu sagen. Tatsächlich wurde Raimund Harmstorff von Seiten der Produktion lange im Unklaren gelassen. Mal hieß es, seine Stimme sei nicht ausdrucksstark genug, um den Seewolf zu sprechen, dann wieder begründete man es mit Terminschwierigkeiten. Er wäre zum Zeitpunkt der Synchronisation nicht verfügbar gewesen, was aber nicht stimmte. Produzent Walter Ulbrich ließ stattdessen mehrere Kandidaten antreten, den Seewolf zu sprechen, bis er sich für Kurt E. Ludwigs kräftige Stimme entschied. So deprimierend diese Verfahrensweise für Harmstorff gewesen sein muss, so wenig störte dieser Vorgang das Publikum. Dies lag ganz einfach darin begründet, dass die Stimme Harmstorffs noch nicht so bekannt war, folglich auch nicht vermisst wurde. Zu einem späteren Zeitpunkt, nachdem Harmstorffs Popularität sprunghaft angestiegen war, hätte man sicherlich Anstoß daran genommen. Kurt E. Ludwig ist dem deutschen Publikum durch seine unverwechselbare Stimme aus der Science-Fiction-Serie Raumschiff Enterprise bestens bekannt. Er lieh sie dem Schauspieler James Doohan in der Rolle des Maschineningenieurs Montgomery Scott, Scotty. Musik.
Nachdem das ZDF 1970 eine einjährige Pause ihrer Abenteuer-Vierteiler, die alljährlich in der Adventszeit ausgestrahlt wurden, eingelegt hatte, folgte im tief verschneiten Winter 1971 der Höhepunkt der Traditionsreihe. Der im Dezember ausgestrahlte Jack-London-Klassiker Der Seewolf, für die Programmplanung unter dem Arbeitstitel Der Kapitän der 1000 Inseln angemeldet, elektrisierte das Fernsehpublikum wie kein anderer Mehrteiler. Nach der zeitraubenden Klärung der Romanrechte und dem puzzelhaften Zusammenfügen der einzelnen Mosaiksteine zu einem Drehbuch war vorgesehen, in der zweiten Hälfte des Jahres 1970 mit den Dreharbeiten zu beginnen. Die Gesamtkosten bezifferte man zu diesem Zeitpunkt auf 2 Millionen Mark. Die tatsächliche Summe lag am Ende mit 5,6 Millionen Mark um ein Vielfaches höher. Wie keine andere Fernsehserie blieb sie in den Köpfen ganzer Generationen haften. Und wer erinnert sich nicht an die berühmte Szene in der Kombüse, in der Raimund Harmstorff alias Kapitän Wolf Larsen seine Kraft demonstrierte, indem er eindrucksvoll eine rohe Kartoffel mit einer Hand zerdrückt. War der Fernsehzuschauer seit Beginn dieser Reihe von der speziellen Mixtur der aufwendigen Machart, dem besonderen Erzählstil aus dem Off, den ausgezeichneten typengerechten Besetzungen und der spannenden, faszinierenden Musik der Abenteuerklassiker angetan, so unterschied sich der Seewolf doch insbesondere in einem von seinen Vorgängern und auch Nachfolgern. Er begeisterte restlos das breite als auch das anspruchsvolle Publikum sowie die überaus kritischen Medien. Die authentische Fernsehbearbeitung, der es nahtlos gelang, andere Texte Jack Londons zu integrieren, wurde zu einem Maßstab für die Verfilmung qualitativ anspruchsvoller Abenteuerliteratur. Walter Ulbricht erfüllte sich mit dieser Produktion, die ihm besonders am Herzen lag, wieder ein Stück jenes Traumes, der ihn Anfang der 30er Jahre von der Universität zur UFA trieb. Bücher zu verfilmen, die wir alle aus unserer Jugendzeit kennen. Er erkannte früh, dass Fernsehspiele steril sind, wenn man sie immer nur in den vier Wänden dreht, und beabsichtigte von Beginn an, mehrere Romane von Jack London zu verflechten. Stand im Juli 1968 noch der Südsee-Roman »Ein Sohn der Sonne« im Vordergrund, so stellte sich doch schnell heraus, dass die 8 in sich geschlossenen Abenteuer zwar allesamt glänzend geschildert sind, aber doch weniger Actionstoff bieten. Auch erschien ihm der Aufwand der verschiedenen Schiffe zu groß und vor allen Dingen zu kostspielig. So ergaben sich in den folgenden Monaten noch zahlreiche Veränderungen. Zwischenzeitlich war auch der Titel »Jerry der Insulaner« im Gespräch, bis schließlich der Arbeitstitel in »Der Seewolf« umbenannt wurde. Damit war klar, dass dieser Roman qualitativ wie quantitativ das Herzstück des Drehbuches ausmachen sollte. Einbezogen in die Bearbeitung wurden unter anderem Motive aus »Joe unter den Piraten«, »Der Sohn der Sonne« und »Abenteurer des Schienenstranges«. Die 4x90-Minuten-Sendung sollte durch die Hauptfigur Humphrey van Weyden verbunden werden, dessen Lebensgeschichte erzählt wird, basierend auf seiner Beziehung zu dem Seewolf Wolf Larsen. Wir lernen ihn in Rückblenden als 15-jährigen jungen Joe kennen, sehen ihn dann als Schriftsteller im Seewolf wieder, der in seiner Begegnung mit Kapitän Larsen die unerbittliche Härte des Daseins kennenlernt. Im vierten und letzten Teil ist er zum Kapitän Grief der Südsee-Erzählung Londons geworden, der dem Zauber, der Magie, der See und der weiten Welt erlegen ist. Auch die Teile der Jugendgeschichte, die in Rückblenden in das Drehbuch einbezogen wurden, hielt man für legitim, da die halbwüchsigen Joe und Frisco Kid genau den zu Männern gereiften Charakteren Humphrey van Weyden und Wolf Larsen entsprechen. Der Zuschauer sollte somit eine psychologisch bruchlose Entwicklung des Helden vom Joe der Jugendjahre bis zum erfolgreichen Seefahrer und Kaufmann erleben. Indem man den Schluss des Seewolfs, bei dem es zur Konfrontation zwischen dem erblindeten Wolf Larsen und Van Weyden kommt, an das Ende des ganzen Films setzte, wollte man den Spannungsbogen über alle 4 Teile halten. Ein weiterer Hauptakteur des Seewolfs ist sicherlich der Robbenschoner Ghost,
den Walter Ulbrich eigens für diese Produktion für rund 1 Million Mark in Braila, Rumänien, anfertigen ließ. Zusätzlich besaß dieses Schiff einen Motor, um gegen unvorhergesehene Windstille während der Aufnahmen gewappnet zu sein. Ein von den Filmleuten preiswert erstandener Schiffsrumpf wurde von rumänischen Handwerkern in die Ghost verwandelt, die übrigens bis vor einigen Jahren noch vor Rumäniens Schwarzmeerküste zu einer Rundfahrt von Touristen genutzt werden konnte. Die 24-jährige Pariserin Beatrice Cardon als Maud Brewster, die jungen, talentierten Franz Seidenschwan und Dieter Schiedor in den Rollen Joe und Frisco Kitt aus den Rückblenden der ersten beiden Teile sowie Emmerich Schäfer vervollständigten die Schauspielerriege. Schäfer, zur damaligen Zeit in Rumänien ein Starschauspieler, in Deutschland aber noch ein unbeschriebenes Blatt, spielte ganz vorzüglich den schmierigen, mit seinem Schicksal hadernden Schiffskoch Mugridge. Der Rest der Crew wurde aus Studenten gebildet, die sich auf halsbrecherische Weise ein Taschengeld verdienen wollten. Ulbrich dazu: An vielen rumänischen Universitäten gibt es Kaskadeurgruppen, die das als Sport betreiben. Wir fanden eine Truppe, die sich auf Marineakrobatik spezialisiert hatte. Im Juni 1970 begannen in Schweden verspätet die insgesamt 5-monatigen Dreharbeiten mit den für den dritten Teil notwendigen Szenen. Sie zeigen Van Weydens Überlebensmarsch durch die Tundra, frei nach Jack Londons Erzählung »Die Liebe zum Leben«, wie man die Folge ursprünglich auch nennen wollte. Aber auch die Bootsszenen, die Edward Meeks und Beatrice Cardon nach ihrer erfolgreichen Flucht von der Ghost zeigen, wurden gleich zu Beginn aufgenommen. Von dort aus ging es ans Schwarze Meer, wo der Großteil der Außenaufnahmen der ersten beiden Teile gedreht wurde. Die zahlreichen Passagen an Deck der Ghost bzw. auf Frisco Kids Razzle Dazzle sowie die Szenen im Steinbruch entstanden bei Constanza. Die eingefügten Hobo-Rückblenden, Jack Londons Band, die Abenteurer des Schienenstranges entnommen, in der Nähe von Snagov. Das Hafenviertel von San Francisco und die Schrotthalde befinden sich in Braila. Sämtliche Innenaufnahmen, von der Kajüte Larsens, der Kombüse, der Messe bis hin zur Polizeiwache, drehte man in Buftia. Rumänien war auch der Schauplatz der meisten Anekdoten. Eine der bekanntesten rankt sich um die Ghost, die in russische Hoheitsgewässer geriet. Die Russen kaperten das Fernsehschiff, hieß es dazu in der Berliner Morgenpost vom 4. Dezember 1971. Nach seiner Fertigstellung in Braila sollte das Schiff etwa 80 Kilometer flussabwärts zum Drehort ins Donaudelta gebracht werden, nach Tulcea. Genau dort teilt sich der Strom in drei Arme, von denen der nördlichste an der rumänisch-russischen Grenze verläuft. An Bord befanden sich 3 Vollmatrosen, die sich so richtig betranken, aus Freude, mal unbeaufsichtigt einen richtigen Segler steuern zu dürfen. Sie verfehlten den entsprechenden Donauarm und gelangten mit vollen Segeln und amerikanischer Filmflagge am Heck ins sowjetische Hoheitsgewässer. Ein sowjetisches Patrouillenboot nahm sie erst in Empfang, dann in Schlepp und konfiszierte schließlich das Schiff für eine Woche. Die Telefonleitungen zwischen Moskau und Bukarest standen nicht still. Die Affäre wurde jedoch aufgeklärt, der Segler wieder herausgegeben. Ulbrich dazu: Die in Moskau wollten unbedingt wissen, wie ein amerikanisches Schiff unbemerkt auf die Donau gerät. Beinahe wäre es einmal zu einem richtigen Unglück gekommen. Um die gespenstischen Nebelszenen der Ghost auf See drehen zu können, mussten die Kaskadeure Nebelbomben anzünden, damit das Ganze realistisch wirkte. Ihnen machte die Arbeit aber offensichtlich so viel Spaß, dass sie diese zentnerweise zündeten. Man konnte keinen Meter weit mehr sehen, schildert Raimund Harmsdorf. Auf diese Weise kamen wir einmal beinahe 30 Zentimeter nah an die Kaimauer. Buchstäblich in letzter Sekunde konnte das Schiff noch abgedrückt werden, sonst wären wir zerschellt. Während der Dreharbeiten in Rumänien wurden viele Darsteller und Angehörige des Drehstabes von Seekrankheit gepeinigt,
wie zum Beispiel Schiffskoch Emmerich Schäfer, der schon einen Herzkollaps bekam, wenn er ein Schiff nur von Weitem sah, so Originalton Harmsdorff.